Who's that Pokémon? It's Pokéminati. Hi! Ein unglaublich geiles Angebot. Zwei Pokéminaten und ein Opening. Hallo. Hallo, Kevin, ich habe dich auf ein absolut geiles Angebot im Internet aufmerksam gemacht. Ja. Aber auch lokal gibt es das. Auch. Und zwar geht's drum, wir haben es jetzt auch gekauft. Es gibt eine Morpeko Union Box und eine Minitin. Faszinierter der Könige. Lokal oder online bestellt? Ich habe es lokal gekauft. Lokal? Weil okay. PayPal frisst Gebühren, deswegen habe ich es dort vor Ort. Das unterstützen wir nicht. EC-Karte bezahlen. Was auch Gebühren frisst. Soll ich sagen, in welchem Shop es gibt? Sag's. Ha, bei uns. Ja, man darf ja auch mal Eigenwerbung. Ein geiles Angebot auch mal online in ein YouTube-Video bewerben. Genau, also um es kurz zu erklären, die Morpeko gibt es aktuell für 45. Ja. Ich glaube 2-3 Euro unterm UVP. Ja. 47-48 Pi mal Daumen. Die ja. Minitin aktuell für 12 Euro. 1 Euro über UVP, muss man auch fairerweise sagen. Zusammen 50. Das ist ja gut. Geil, oder? Heißt im Umkehrschluss, wenn du dir die Spielunterlagenkollektion kaufst, ja, kannst du die Minitin direkt mitnehmen. Die würde einfach nur nochmal 5 Euro mehr kosten. Genau. Das ist ja gut. Geil. Was öffnen wir zuerst, mein Lieber? Ich kann ja aber schon mal die Morpeko Union auch auspacken, weil die wird mir dann auch nochmal kurz vorstellen. Ah, Präsentation. Weil haben wir noch gar nicht auf dem Kanal geöffnet. Was? Immer noch nicht? Nee. Oha. Steinzeit. Ah, ehrlicherweise, ne, so kennt ihr uns ja. Ehrlich. Ist die Morpeko Union eigentlich nur gut, wenn man halt die Matte auch feiert. Weil sonst für die Promos und die Booster-Anzahl lohnt sie sich nicht so. Da muss ich mal ganz kurz einhaken. Gerne, das ist ja alles. Ich kenne eine Mewtwo-Box, ja, eine V-Union-Box in Englisch. Da ist angeblich die V-Union schon 30, 35 Euro wert. Also sagt es nicht, dass die V-Union vielleicht in ein, zwei Jahren dann auf einmal 30 Euro kostet. Ja, als, ich sag mal, als Box ins Regal stellen, gar keine Frage. Und eine aufmachen. Aber zum Öffnen, ne, also ihr seht dann hier die Promos. Warte mal, wie komme ich jetzt an die XXL? Auch eine XXL natürlich. Ne, ihr seht's. Einmal die mit einem Code auch. So, du hast nochmal eine Karte weggesnackt, ne, die Professor? Burn ist auch dabei. Und 5 Zenit der Könige Booster. Also die Playmate ist wirklich schön. Das Einzige, was da schade ist, ist, dass hier das englische Logo drauf gedruckt wurde. Da hätte man ruhig noch Geld in die Hand nehmen können und für den deutschen Markt die Boxen anpassen. Also das ist schade. Aber dass wir überhaupt eine Kollektion haben mit Playmate, ist auch was Gutes. Weil es gab es auch lange Zeit. Das stimmt tatsächlich. Die gab es früher nur English only, yes. Außer bei der ja. Pokémon Go. Pokémon Go. Aber davor war das sehr Mangelware, wie japanische Pokémon-Displays. So, ich habe jetzt die zwei Minitin-Booster oben drauf gelegt, ja? Okay. Okay. Die teilen wir uns. Okay. Alright, alright, alright. Also, wir sind mit 50 rein. Schau mal, wie viel wir rausgehen. Ich erinnere mich noch, die Zamazenta. Wenn es jetzt so weitergeht, ja. Vielleicht vor, oder? Nee, Gott. Das glaube ich nicht. Vielleicht kommt es wieder zu einer Stimme. Das glaub dann guckst. Dann guckst, mein Lieber. So, Deleon und gar nichts. Gar nichts. Minitin war eigentlich immer gut, muss ich sagen. Ein Booster hat eigentlich meistens irgendwas gegönnt, ja. Ja, Deoxys. Deoxys. Super. Haken dran. Deoxys. So. Denk dran, mein Lieber, halt die Reihenfolge ein. Ich zieh jetzt einfach keine Hits mehr. Doch, wir starten bei dir links. Und dann lege ich immer an. Anlegen, okay. Also ich würde so starten, weißt du? Links und dann immer anlegen. Leg dich nicht mit Sohan an. Kennst du den Film? Natürlich. Ist ein Klassiker. Wer kennt den nicht? Ist ein Klassiker. Wie heißt er? Weiß jetzt, ne? Sohan wahrscheinlich. Ja, ja, aber hat der einen komischen Nachnamen, oder? Oh, das weiß ich jetzt wirklich gar nicht. Gar nichts? Okay, stark, stark. Vielleicht will er euch nichts mehr ziehen. Gar nichts. Das kann ja sein. Gold haben wir aber auch schon lange nicht mehr gezogen. Ja, für uns haben wir schon lange kein Gold mehr gezogen, ja. Mabula Rasa und eine Zwolle.
es scheint, dass wir auf ein Fiasko zusteuern. Finanziell ist ja Minitin, ne? Ist eine Minitin. Morpeko fehlt noch. Bisschen Gas. Zwei Hits zufrieden geben aus 7 Zenit-Roostern. Nö. Ja. Würde ich jetzt auch mal behaupten. Oh. Super. Drei Runden. Oha. Komm, jetzt ziehst du nochmal einen geilen Hit. Gold mach ich jetzt. Gold. Das wär gut. Dann wäre die Buchs aber ja, bezahlt. Bundle. Das Bundle, ja. Auf jetzt, komm. Das ist, weil ihr die Daumen nicht drückt da. Weil ihr die Daumen nicht drückt. Weder den mag ich Daumen unter dem Video, noch die Daumen zu Hause. Traurige Welt. Doch, tatsächlich. Beobachtest du das? Nee, pass auf. Ich weiß aber nicht mehr genau, wer das gesagt hat. Aber am Samstag oder am Freitag war jemand da und hat dann erzählt, ja, er drückt immer die Daumen, wenn wir Videos machen. Und dann hat jemand anderes gesagt, ja, das ist doch eh schon erledigt. Also es kann, man weiß, ob was rauskommt oder nicht. Und dachte, ja. Ich erinnere mich an das Gespräch. Ja, ich weiß aber nicht mehr, wer es war am Freitag. Doch. Ja? Aha. Okay. D. und S. Ja, okay. Aha. Nichts mehr. Ja. So, Boxen gibt's ja auch, ne? Muss man auch sagen. Aber. Also alles wie immer? Alles wie immer bei unseren Kollektionen oder Bundles oder wie auch immer. Ja, aber. Aber nichtsdestotrotz, das Bundle-Angebot, ne? Ist trotzdem 50 Euro vernünftig. Very nice. Vor allem halt auch Playmate dazu. Da gibt ja genug Sammler, die auch die Matten sammeln, ne? Zum Spielen dann für die Turniere. Und ich erinnere mich da auch den einen oder anderen, dem wir so eine Graffiti-Wall angemalt haben. Angemalt. Unterschriften. Angemalt. Getaggt haben wir die. Mit so meinst du aber Daniel außerhalb? Ja, ja, da unserer ausgewichen ist. Ne? Okay, ich verstehe. Ja. Gut. Dann mal reinschallern im Shop, ne? Genau, reingucken und auf jeden Fall auch das Video liken, wenn es euch gefallen hat. Und wenn euch das Angebot gefällt, könnt ihr das natürlich auch gerne verbreiten. Es gibt auch an der Stelle nochmal ein, weißt du, ob du das mitbekommen hast? Love Cards hat uns so eine Nachricht geschrieben auf YouTube. Oh, nee, hab ich nicht gesehen. Einfach einen YouTube-Link geschickt und das ist ja für mich immer suspicious. Doch, deswegen das habe ich gesehen, ja. Drücke ich da ungern eigentlich drauf. Ja, habe ich auch nicht, ja. So, ne, weil prinzipiell, wenn ihr uns eure Videos zum Angucken schicken wollt, wir gucken sie meistens an, wenn wir die Zeit haben. Aber schreibt was dazu. Aber schreibt was dazu, weil wir haben echt Sorge, dass da irgendwie ein Keylogger oder sonst irgendwas dahinter steckt. Weil manchmal kommen auch von ominösen, ja, ne, Accounts kommen einfach Links, da ja, sieht man schon. Da sieht man schon, dass was nicht, dass passt. Es nicht passt. Und wenn er halt ein Kanal irgendwie ganz frisch ist und Love Cards auch auf Instagram und so, dann weiß er, das ja, wirkt auch ja, irgendwie suspicious. Unseriös hat aber angefangen. Die Dame hat auf jeden Fall ein vernünftiges Video gemacht, hat uns auch ordentlich verlinkt auf YouTube, hat unsere Angebote hervorgehoben. Wow. Natürlich auch von den Card Buddies etc. pp. Ne? Kenn ich. Fand ich cool. Cooles erstes Video, ich habe es auch kommentiert, habe extra mir Zeit genommen. Kevin macht das meistens, weil es ihm scheißegal ist. Nee, Quatsch. Weil YouTube ist halt so ein bisschen mein Thing. Aber er kommentiert sehr viel, muss ich sagen. Ja, ne? Sich mal. Muss man auch sagen. Immer, wenn ich die Beine breit mache. Du machst, wenn du die Relax-Position. Wenn ich die Relaxo-Position eine. Gut, ja, ich will jetzt noch das Video unbedingt länger sehen, aber das wollte ich kurz sagen. Love Cards könnt ihr gerne mal abchecken. Ne? Vielen Dank für die Verlegung auf jeden Fall. Ja. Warum lachst du jetzt? Ich muss nochmal nachlachen. Also, nochmal. Der hat nochmal gekickt, weil. In diesem Sinne. Ciao. Tschüss. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end.